Herzlich willkommen zu unserem Sommertalk-Spezial in Sachen Sport, in Sachen Olympia. Das Team Paris wird unter die Lupe genommen, deswegen sind wir auch am Pariser Platz und freuen uns sehr auf Johanna Göring, ja, die auch natürlich hofft, dabei zu sein in Paris und was natürlich in deinen jungen Jahren auch schon früh ein Highlight der Karriere wäre, oder? Ja, also ich würde natürlich mich extremst freuen, wenn es möglich wäre, dort teilzunehmen. Es ist das große Ziel und daraufhin arbeiten wir. Aber die Entwicklung ist ja auch sehr positiv. Also wie du dich in den letzten Jahren entwickelt hast, das ist schon sensationell. Den Begriff darf man da auch, glaube ich, wirklich sagen. Und hat dich das selbst auch teilweise zu gewissen Phasen auch ein bisschen überrascht? Ja, also ich würde sagen, vor allem der Leistungssprung so mit 16, wo ich plötzlich von 1,72 auf 1,92 gesprungen bin, war natürlich, schon eine Überraschung auch für mich. Ja, und seitdem kann ich mich ja zum Glück in den Höhen weiter bewegen und bin auf dem Niveau auch circa geblieben, die ganzen 2 Jahre jetzt. Und ja, hoffe, dass es jetzt noch wieder hinausgeht dann. Nee, geht man mit sowas um, mit so einem Leistungssprung? Wie ordnet man das ein, dass man seriös weiterarbeitet? Also ich glaube, ich war damals ziemlich überrascht und ich konnte mir auch nicht vorstellen, was es bedeutet. Ich wusste nicht, was mit 92 überhaupt ist, wie hoch das ist. Also ich hatte überhaupt gar keine Vergleichswerte so. Und ich muss sagen, dass meine Trainerin und auch meine Mama mich da ganz doll abgefangen haben und das alles so von mir weggehalten haben, wo ich das gar nicht so erstmal mitbekommen habe. Und dann haben wir uns in einem Monat dann wieder eingefangen und dann ging es weiter und dann war es auch eigentlich kein Problem mehr. Die Vergleichswerte hast du wahrscheinlich danach 100.000 Mal zu hören gekriegt. Ulrike Meifert, 72, Olympiasiegerin mit 16, mit 1,92. Ist das irgendwie eine Geschichte, die dich so ein bisschen beschäftigt? Das ist natürlich mir nicht völlig egal. Es war, sag ich mal, eine Überraschung für mich damals, dass sich auch diese Vergleiche gezogen wurden. Und natürlich eher eine Ehre als sonst irgendwas anderes, weil es ist eine Olympiasiegerin natürlich. Aber im Endeffekt, glaube ich, gehe ich da meinen ganz eigenen Weg und auch einen anderen Weg, weil auch die Werte heute natürlich ganz andere sind als der 92 für die Olympischen Spiele. Ja, und dementsprechend sind es natürlich andere Zeiten. Aber klar, es war sehr krass für mich, da verglichen zu werden. Es kam ja natürlich vor allem von außen, von den Medien, die brauchen ja solche Schlagzeilen und sind dann natürlich froh, wenn es so einen Vergleich gibt, ein gleiches Alter, eine gleiche Höhe. Aber es zeigt ja trotzdem auch, dass man plötzlich wahrgenommen wird. Was macht das mit einem? Also ich glaube, es war am Anfang für mich schon besonders und eher positiv besonders. Es hat schon einen Punkt irgendwann erreicht, wo es mich ein bisschen überfordert hat, gerade weil ich noch sehr, sehr jung war und wenn dann irgendwelche Reporter plötzlich auf meinem privaten Telefon anrufen und ich damit nicht umgehen kann, ist das natürlich schon krass gewesen in den ersten 2 Wochen. Aber wie gesagt, meine Trainerin, meine Mama haben das dann gut abgefangen und alles übergeleitet und dann war auch erstmal Ruhe und dann war besser. Ja, aber hat schon was mit einem gemacht. Hat ja auch den Vorteil, dass man dann in einem frühen und in einem jungen Alter schon mal einen Haken an diese Erfahrung machen kann und sich dann voll auf den Sport konzentrieren kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur das, dass ich dadurch auch die Chance hatte, direkt bei der U20-Europameisterschaft in dem Jahr zu starten, war die erste internationale Erfahrung so. Und aus diesem Jahr oder aus dieser Erfahrung insgesamt habe ich so viel gelernt und ich glaube, es hat mich so viel weitergebracht, durch dass ich letztes Jahr dann nochmal bei der U18-EM dann starten konnte und da dann sozusagen schon vorbereitet war und mit den ganzen Herausforderungen, mit dem ganzen Drumherum umgehen konnte, hat es extrem mir auch geholfen, da dann gute Leistung abrufen zu können. Was für eine Auswirkung hat es auf eure Ziele, die ihr vielleicht miteinander vereinbart habt, auf die ihr hinarbeitet, wenn du auf einmal vielleicht die nächsten 3 Ziele überspringst, im wahrsten Sinne des Wortes, und auf dem Level bist, was ihr vielleicht erst 1 Jahr, 2 Jahre später erreichen wolltet? Also ich glaube, wir haben uns davor noch gar nicht so richtig die Ziele gesetzt gehabt. Ich glaube, Gott sei Dank. Ja, ich glaube, ich war 16, ich habe einfach trainiert, hatte Spaß, hab Spaß, bin gesprungen und dann war plötzlich nur 92 da, so ungefähr. Dementsprechend war mir gar nicht die Zielsetzung so davor klar. Ich wusste nur damals, ich will eine Bestleistung springen, ich will ganz hoch springen und dann ist es halt passiert so. Und ich würde sagen, danach haben wir uns halt einfach neue Ziele gesetzt, weitergemacht und hat ja auch gut geklappt dann. Und die Arbeit danach, wie sah die denn aus bei euch im Training? Also ich würde sagen, wir haben eigentlich ziemlich genau gleich weitergemacht, weil es hat ja gut funktioniert. und ja, es steigern wir uns von Jahr zu Jahr kontinuierlich, was den Umfang angeht, was die Intensität angeht.
um da halt eben noch immer weiterzukommen und immer höher zu springen. Und ich habe das Gefühl, meine Form verbessert sich auch jährlich immer mehr. Und das Schöne ist ja, die 1,92 waren jetzt keine Eintagsfliegen, ja, ein Ereignis, das jetzt nur einmal stattgefunden hat. Wie du aktuell drauf bist, wie du überhaupt zum Leichtathletik-Sport gekommen bist, darüber reden wir gleich im zweiten Teil. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück bei unserem Sommertalk-Spezial bei strahlendem Sonnenschein und einem strahlenden Gast, der nach wie vor richtig zufrieden mit sich, seinem Sport und dem Leben ist, oder? Ja, schon. Also, ich habe es gerade eben vor der Pause angesprochen, die 1,92 waren keine Eintagsfliege. Ich glaube, in diesem Jahr schon wieder 1,91 gesprungen. Ja. Also, die Höhe, die passt. Ja, also ich bin schon 91, wir haben beim ersten Wettkampf gesprungen dieses Jahr und dann auch nochmal 1,90 zwei Wettkämpfe später. Also ich würde sagen, ist auf jeden Fall die Stabilität da und die Höhe. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass auch eine Bestleistung diese Saison rausspringt. Ich glaube, ich kann es. Und ja, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber gute Hoffnungen. Wir haben eben über diese 20 Zentimeter innerhalb von einem Jahr gesprungen. Das ist natürlich was Außergewöhnliches und das wird sich jetzt so in den nächsten Höhen natürlich nicht wiederholen, weil sonst sind wir relativ nah auch am Weltrekord. Es geht jetzt wirklich sprichwörtlich um die kleine Schritte. Hochsprung ist sehr technisch. Kleine Schritte ist ein gutes Stichwort. Also da muss man jetzt an Feinheiten arbeiten oder wie muss man sich das genau vorstellen? Also ich glaube, man kann bei mir sowohl an der Athletik noch sehr viel ausbauen, als auch eben technisch oder an der Geschwindigkeit. Ich glaube, meine Technik ist schon gut, aber deutlich ausbaufähig. Also vor allem im Vergleich zu vielen anderen, die wirklich tolle, unfassbar krasse Techniken schon haben. Also ich glaube, da kann man noch viel machen, was ja eigentlich positiv ist, weil ich da noch Potenzial habe, das auszubauen. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir da noch so technisch uns erarbeiten können. Beschreib mal so einen Hochsprung aus deiner Sicht, wenn man 1,90 hochspringt. Meine Sprünge, die haben sich nie irgendwie nach Springen oder Fliegen angefühlt, eher so nach Plumpsen, sage ich es mal. Wie läuft so ein kompletter Versuch ab, von Anlauf bis zur Landung? Was geht da in dir vor? Wie fühlt sich das an? Also vor dem Sprung ist, würde ich sagen, schon fast die Hauptarbeit. Erstmal vorstellen, was man überhaupt machen will. Und dann wirklich auch für mich die Vorstellung, wie ich drüber komme. Also dieses Gefühl, drüber zu kommen. Einmal komplett den Anlauf durchgegangen und dann ein sehr starkes Kribbeln und einfach eine Begeisterung, es jetzt auszuprobieren. Also wirklich, ich habe einfach Lust, es zu probieren, zu gucken, ob da jetzt schon eine Grenze ist oder nicht. Und dann die ersten drei Schritte sind so ein bisschen die Schritte, wo man sich richtig andrückt, in die Geschwindigkeit reinkommt. Und dann die Kurve, wo man seinen Körper auch sehr in der Lage fühlen muss, sich im Raum zurechtfinden muss und sich dann immer mehr Richtung Absprung hin bewegt. Und dann am Ende halt nochmal mit den letzten zwei Schritten alles rausholen und dann einfach die Steigphase, das Wichtigste wirklich zu halten und zu denken, steigen, 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 bis man dann halt drüber ist und dann halt den letzten Moment halt noch die Brückenposition und dann das Auflösen und ja. Wenn man sich im Fernsehen anguckt, viele Hochspringerinnen und Hochspringer stehen am Anfang da und wollen so ein rhythmisches Klatschen. Manche sind komplett im Tunnel, hat man das Gefühl, wie sieht es bei dir aus? Brauchst du das Publikum? Nimmst du überhaupt was wahr? Oder bist du nur du und der Sprung in dem Moment? Ich habe mich da, glaube ich, noch gar nicht so entschieden. Also ich habe schon alles ausprobiert. Ich finde, manchmal ist es wunderschön, wenn man das Publikum hinter sich fühlt, das mitgeht. Das ist total toll. Auch wenn die Leute einfach so anfangen zu klatschen, freut mich immer total. Dann ist es aber natürlich so ein Spiel zwischen konzentriert bleiben und sich nicht jetzt von äußeren Umständen beeinflussen lassen und gleichzeitig trotzdem sich auch mitnehmen lassen von der Atmosphäre. Und ich glaube, daran kann ich noch gut arbeiten, da so ein gutes Gleichgewicht zu finden und eben nicht den Fokus dann auch zu verlieren, wenn das Publikum so toll ist dabei. Mich begeistert total, wie du für den Sport auch schwärmst oder von dem Sport und wie du es gerade eben auch beschrieben hast, was da in so einem Sprung passiert. Du hast ja wahrscheinlich ganz normal beim Leichtathletik angefangen und eben alle Disziplinen gemacht. Wieso ist es denn am Ende jetzt dann doch der Hochsprung geworden? Also ich glaube, zum einen, weil ich einfach talentierter drin war und es gut funktioniert hat von Anfang an und immer ist die Disziplin war das Springen grundsätzlich, was einfach am besten funktioniert hat. Und das Gefühl beim Springen ist einfach, ich glaube, unverwechselbar. Und ich habe noch keine Disziplin gefunden oder kein anderes Sportart überhaupt gefunden, die mir so viel Freude bereitet und wo ich so toll meine eigenen Grenzen noch austesten kann. Und dementsprechend, ja, es ist einfach, ich würde sagen, vor allem das Gefühl, was man beim Fliegen erreichen kann. Mit dem Sport möchtest du auch noch viel erreichen. Wir sind ja nicht umsonst am Pariser Platz, also Paris 2024, wenn ja, du das hörst und weißt, es ist nächstes Jahr. Was passiert dann bei dir? Ich werde eher aufgeregt als sonst irgendwas. es ist
würde ich sagen, ein sehr großer Traum von mir, der sich natürlich irgendwie im ersten Moment immer unrealistisch anfühlt, weil Olympische Spiele, da glaubt man ja, also das ist natürlich sowas Verrücktes, wo man nicht so direkt denkt, oh ja, klar, easy, sondern es ist, glaube ich, ein großes Ziel und ich weiß, es ist eine Herausforderung und ich weiß, dass ich mein Allerbestes geben muss, um das auch erreichen zu können, aber ich glaube, das spornt mich auch besonders an und gibt mir auch den Kampfgeist sozusagen, da jeden Tag ins Training zu gehen, jeden Tag weiter Grenzen auszutesten, weil ich weiß, ich habe die Möglichkeiten, ich weiß, ich kann es körperlich und mental auch und ich muss es eigentlich nur noch umsetzen und ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich und ich glaube da fest dran und hoffe, dass es dann auch funktioniert so. Ja, du hast vorhin gesagt, ihr habt euch damals kein spezielles Ziel gesetzt. Paris ist natürlich ein großes Ziel, hast du ja gerade selber gesagt. Aber trotzdem wahrscheinlich die Erfolgsform wird sein, das Ziel im Hinterkopf zu haben, aber nicht sich von dem Ziel irgendwie zu stark beeinflussen zu lassen, sondern einfach auf sich und seine Leistung zu konzentrieren? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin sowieso jemand, der mehr darauf fokussiert ist, sich selbst zu schlagen und immer höher zu springen und auch Grenzen von Höhenzielen vor allem zu erreichen. Und dementsprechend ist eigentlich mein Ziel, einfach immer besser zu werden und immer höher zu springen und auch zu gucken, was geht. Und es ist dann was, was sich auch daraus ergibt, glaube ich. Wenn man diese Einstellung hat, einfach grundsätzlich höher springen zu wollen, dann ergibt sich daraus eben auch große Wettkämpfe mitmachen zu können, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele. Und ich glaube, deswegen auch so rum eher meine Herangehensweise. Also ich bin optimistisch. Du strahlst viel Optimismus und Freude aus. Wir werden deinen Weg auf jeden Fall weiter begleiten. Und das Schöne ist, du hast ja jetzt richtig Zeit zum Trainieren, denn das Abi ist auch rum. Ja. Glückwunsch dazu. Also jetzt Vollgas nach Paris. Ja, auf jeden Fall. Und wenn es da nicht klappt, Los Angeles ist auch nicht so schlecht. Ja. Also alles schön, am besten beides. Am besten beides, dafür drücken wir dir ganz fest die Daumen Dankeschön. Auf diesen Weg und vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Das war unser Sommer-Sport-Talk-Spezial. Ich wünsche euch noch viel Spaß in meinem Jump, macht's gut und bleibt sportlich.